Der Buntspecht ist der Vogel des Jahres 2016. Er kommt überall dort vor, wo er große alte Bäume findet. Im Siedlungsraum, aber auch in Wäldern aller Art. Der Buntspecht ist ein Hackspecht. Im morschen Holz findet er viele Insektenlarven. Im Winter betätigt er sich als Schmied. Er klemmt Zapfen und Baumnüsse in eine Rindenspalte und hackt dann die Samen heraus. Der Buntspecht singt nicht, sondern er trommelt. Damit zeigt er sein Revier an. Zudem lockt er mit dem Trommelwirbel das andere Geschlecht an. Rivalen, die in das Revier eindringen, werden sofort vertrieben. Buntspechte bauen in ihrem Leben mehrere Höhlen. Die einen dienen als Schlafhöhle, andere als Bruthöhle. Der Bau dauert pro Höhle rund 2 Wochen. Im Mai werden in der Bruthöhle die Jungen aufgezogen. Nach einer Brutdauer von 10 Tagen folgt eine Nestlingszeit von 3 Wochen. Die Fütterung der Küken ist Schwerarbeit, denn die Jungen haben dauernd Hunger. Wenn sie größer sind, rufen sie ständig. Sie sind dadurch ziemlich auffällig. Nach dem Ausfliegen aus der Höhle werden die Jungvögel nur noch etwa 10 Tage lang gefüttert. Danach sind sie auf sich selber gestellt. Der Buntspecht kann gefördert werden, indem man alte große Bäume stehen lässt. Im Wald, aber auch im Siedlungsraum und im Kulturland. Besonders wichtig sind Bäume mit morschen Stellen sowie Stämme, die ganz abgestorben sind. Solche Bäume sind auch für viele andere Arten sehr wichtig.